Leute, bevor das Video startet, wenn ich morgen in der 20-Uhr-Folge versuchen soll, nochmal Toni Kroos oder Ter Stegen zu bekommen, das sind ja die besten Spieler beim La Liga, trotz Reserve-Team, sage ich mal, haut die Däumchen raus, vielleicht packen wir heute gemeinsam mit der Hashtag PexArmy die 1000 Däumchen, haut raus und jetzt erstmal Folge ab dafür. Und ich werde mir jetzt kriegen können. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen FIFA Mobile Runde. Gestern habe ich gelivestreamt FIFA Mobile und ja, das La Liga Tots ist rausgekommen. Wir haben uns überlegt, leider habe ich Toni Kroos nicht gezogen in den La Liga Tots Packs, die ich gekauft habe, beziehungsweise ich habe sie ja eigentlich nicht gekauft, aber nicht mit Echtgeld, sondern mit den Punkten, die ich halt hatte. Ich kann es euch zeigen, wen ich hier gezogen hatte vom La Liga Eventchen. Jetzt habe ich null, ich habe hier zweimal Ocampos gezogen, dann ja und die ersten beiden Spieler, alle anderen wieder kein Meisterspieler dabei gewesen. Also Packluck habe ich mit den Reservespielern auf jeden Fall nicht. Habt ihr schon eingezogen? Schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Toni Kroos ist ungefähr der, also gestern war er 5,5 Millionen Münzen wert. Ich habe nicht, keine Ahnung, wie viel er jetzt wert ist. Anscheinend noch mehr, weil es gibt keinen für 5,9. Gestern hätte ich ihn kaufen können. Und der kostet 8,6 Millionen heute. Hä? Hä? EA? Was macht ihr da? 8,2 WTF? 8,2 und 8,6 Millionen Münzen werden geboten, aber es gibt ihn für 7 Millionen Sofortkaufpreis. Hätte ich ihn gestern gekauft, hätte ich ihn sogar für 5,5 bekommen können. Alter, das war's wirklich komplett. Und der ganze Chat hat gesagt, kauf nicht, kauf nicht. Übrigens, ich werde morgen früh eine neue Folge von der Hertha-Karriere hochladen und es gibt morgen auch Dwafti-Mafti. So schön vor der Bundesliga, ich denke mal so 12, 13 Uhr wird es nochmal ein schönes Bundesliga-Dwaft-Video geben. Habe ich auch mega Bock drauf und wenn ich ganz viel Lust und Laune habe und vielleicht richtig gute Laune habe, wenn die Hertha morgen gewinnen sollte, vielleicht streame ich dann morgen Abend nach der 20 Uhr Folge. Vielleicht starten wir mit FIFA Mobile und dann gehen wir noch rein in die FIFA-Karriere. Wenn ihr Lust drauf habt und was ihr von der Idee haltet, schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Dass ich morgen einfach mal dann auch die Hertha-Karriere live streame. Also morgen früh gibt es ja sowieso eine neue Folge. Wir sind ja in der neuen Saison gestartet. Wir sind in der Champions League mit Hertha BSC. Mal gucken. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Ja, und wir haben uns ja gestern auch abgemacht und vereinbart, wir werden heute probieren, Sergio Ramos zu bekommen. Sergio Ramos als 101er Tots-Spieler. Ich kriege hier die Rangpunkte noch, die sind auch wichtig. Wir können gleich noch einen Rang erhöhen, obwohl ich ja gestern schon, ich habe ja jetzt die 129er Gesamtbewertung. Ich habe gestern Savic um einen Rang hochtrainiert. Genau, also Toni Kroos wird dann hierhin kommen. Ich werde De Jong dann sofort einsetzen, um Toni Kroos zu trainieren. Als nächsten Spieler, den ich in meinem Team verbessern möchte, ist natürlich Sadio Mané, dass ich da einen anderen bekomme. Vielleicht halt den Sadio Mané, den es ja gibt im Premier League Tots als linken Flügelspieler. Oder, wenn ich Toni Kroos habe, könnte man ja sich auch überlegen, ob man vielleicht im linken Flügel einen Bundesligaspieler dann hinstellt. Weil sie dann linkt sowieso, Dybala linkt sowieso und vielleicht gibt es ja beim Bundesliga Tots einen Spieler, wo ich sage, boah, geil, den brauche ich unbedingt. Bekommen wir Sergio Ramos. Es würde so viele Probleme mit einmal lösen, wir könnten uns sofort Toni Kroos holen oder ich würde Ramos spielen, da bin ich mir gar nicht sicher. Van Dijk und Ramos wäre auch schon geil, ne? Aber einen Niklas Stark, und das würde ja sogar passen, wenn ich Ramos reinstelle, weil ich habe Odriozola als Rechtsverteidiger. Und Hullet als Icon linkt er eh zu jedem. Oh, das könnte man sich echt überlegen, ne? So, egal. Erstmal müssen wir ihn ziehen, dann können wir sowas überlegen. Let's go! Let's go! Und im ersten Pack ist er nicht. Im ersten Pack ist er nicht. Wir haben aber dadurch wieder 35 dieser Rang-Splitty. Und ich kann euch ja mal ganz kurz die Wahrscheinlichkeit zeigen. Die ist ja genauso wie bei einem Zaha. Die ist ja genauso wie bei einem Salah gewesen. Die liegt bei 1,9% jetzt beim nächsten Pack. Wahrscheinlich bekomme ich ihn, oder? Packstrader denkt bei einer Wahrscheinlichkeit von 2%, das ist hoch. Und er bekommt Ramos.
Ich sehe jetzt schon die Memes wieder auf Instagram. So, und wollen wir mal, ne? Also ich rechne ja spätestens, dass wir hier beim dritten Pack Ramos bekommen, Kappa. Also ich werde das vierte Angebot nicht mehr kaufen. Weil da ist auch die Wahrscheinlichkeit, Leute, die Wahrscheinlichkeit beim vierten ist die 5,9%. Das ist zu krank, ne? Selbst bei dem siebten Angebot, also bei dem Angebot, bevor man Ramos safe bekommt, hier, bei 7500 Fever Points ist die Wahrscheinlichkeit 14%. Das ist eigentlich zu krank, ne? Also macht das nicht nach, hier, Leute, macht das nicht nach. Das könnt ihr hier zwar bei mir sehen, aber nachmachen sollt ihr das nicht. Es sei denn, ihr habt, denkt euch, ja, das kann ich mal machen, das ist sowieso mein Hobby, sage ich mal. Andere geben ihr Geld für teure Klamotten aus. Ich gebe mein Geld hier für FIFA Mobile aus. Und das könnt ihr hier halt mitsehen in der 20 Uhr Folge. Abfahrt. Und ich bin jetzt auch nicht einer, der bei jedem Event 1000 Euro reinballert. Da gibt es ja andere, die dann die ganzen Prime Icons haben. Weil für Prime Icons muss man 1000 Euro ausgeben. Und ich habe nicht eine Prime Icon in meinem Team. Ja, Abfahrt. Jetzt habe ich genug rumgeschnackt. Let's go. 150 Skill Boost und Ramos. Gerade bei diesem Angebot ist die ist nicht die Wahrscheinlichkeit höher, aber doch, die Wahrscheinlichkeit ist auch höher als beim ersten Angebot. Aber gerade hier denkt man halt, boah, jetzt sind noch 12 Objekte, jetzt habe ich 10-mal Ramos drin, Kappa. Nein. So, zack, 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 zack. Wir können eigentlich durchskippen bis zum letzten Objekt und es ist nicht Ramos. Mann. Ey. Schade, 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 schade. Stellt euch mal vor, ich habe ja schon mal Glück gehabt. Mit wem hatte ich das? Casimiro war es nicht. Wen hatte ich mal in genau solchen Pack? Wen hatte ich denn da drin gehabt? Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Hier, 4er Totzpunkte nehme ich auch mit. Die schmecken. Die schmecken, schmecken, schmecken. Weil ich möchte mir ja noch einen 101er Spieler oder so holen. Oder einen 100er Spieler oder, keine Ahnung. Kommt drauf an, wer beim Bundesliga-Totz drin ist, ne? So, nächstes Pack. Jetzt aber Ramos! Leider nein. Leute, ihr habt es am Anfang des Videos gehört, wenn wir versuchen sollen, morgen in der 20 Uhr Folge, also morgen beim Bundesliga Restart Wochenende, versuchen sollen, Toni Kroos zu bekommen, haut mal heute die Däumchen raus. Das habe ich jetzt schon sowas von lange nicht mehr gemacht. Die Hashtag PEX Army dazu animiert quasi, eure Däumchen rauszuhauen. Für euch ist es kostenlos, ihr würdet mich supporten, also ja. Easy, easy peasy, oder nicht, Leute? Easy peasy. Wir werden jetzt versus Angriff, Tots versus Angriff spielen. Was ich normalerweise eigentlich nicht so häufig mache, weil ich da immer, keine Ahnung, da tue ich mich irgendwie richtig, richtig schwer, bei diesem versus Angriff Modus zu gewinnen. Ja, und ich krieg Stefan Lau, guckt euch das an. Gerade angesprochen, Prime Icons hier, Pölo mit dabei, Junge, Rush mit dabei und wie sie alle heißen, ne? 134er Gegner. Wenn ich jetzt gegen diesen Gegner gewinnen sollte, dann ist es schon brutal. Der hat 50% tolle Chancen. Holla der Waldfrosch. Holla der Waldfrosch. Übrigens habe ich gerade beim Griechen bestellt, Leute. Ich habe ihn angerufen. Ja, hier ist da und da. Ich habe mal eine kurze Frage. Liefert die eigentlich noch? Seine Antwort war, nee, eigentlich nicht. Aber für dich bringe ich noch vorbei. Also ein kompletter Ehrenmann. Ja. Ich nehme jetzt kurz vor... Es ist 5:30 nehme ich hier gerade auf. Also mein Essen wird so um 18 Uhr da sein. Ich bin heute um 11 aufgestanden und habe heute wirklich noch gar nichts gegessen, außer ich habe vorhin mir eine Toaststulle gemacht. Lul. No joke, true story. Nur eine Toaststulle habe ich heute gegessen. Also ich habe eh so komplett Hunger, deswegen habe ich gedacht, komm, bestelle ich heute. Eigentlich wollte ich ja Samstag bestellen, ne? Aber dann werde ich mir morgen Abend irgendwas anderes machen. Oder morgen bestelle ich nochmal. Kann auch sein. Kann auch passieren. Huch. So, 4:6. Sadio Mané macht ihn nicht. Ich bin jetzt gut zurück rangekommen, ne? An den Gegner. 2 Tore, nur noch Abstand. Ich glaube, der spielt auch gar nicht mehr so richtig. Kann das sein? Er ist sich schon sicher mit den 6 Toren. Das ist eigentlich meine Chance. Jetzt muss ich nach rechts gucken. Weil immer, wenn ein Auto langfährt, denke ich, ist es der Grieche. So richtig Paranoia. Okay, Paranoia ist jetzt der falsche Begriff, aber... wenn der Grieche ist, da ist, dann, ne, dann gehe ich halt zur Tür. Und dann lasse ich hier alles stehen und liegen. 4:7. Ich werde das Spiel verlieren. Also, ja, GG an diesen Gegner. Aber es war eigentlich klar, dass ich verliere. Gegen so einen Gegner. Er hat halt ein absolut brutales Team. Ja,
Könnte der Münster gewesen sein. Obwohl, ne, dieser Gegner hat ein 134er Team, hat so viel Unmengen an Echtgeld reingehauen. Und Münster hat aber die ganzen Prime-Icons nicht. Und hat ein 135er Team, glaube ich, derzeit. Lul. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, Leute. Ich habe keine Werbung geguckt. Ihr seht es ja da oben. Ich kann auch gerade keine Werbung gucken. Ich muss meine App dafür neu starten. Ich habe hier noch nichts gekauft. Weil gestern wurde das ja aktualisiert. Ne, vorgestern wurde das aktualisiert. Und ich habe trotzdem noch die 15 Energiepunkte da oben. Ist das gerade ein Bug? Kann man immer verlieren und dann werden einem keine Dings abgezogen? Alter, wie heftig wären das denn? Stellt euch das mal vor. So, ich probiere nochmal versus Angriff zu spielen. Jetzt gegen den FC Barcelona. Mit Rebic und Messi. Weil ich muss ja die Niederlage wieder gut machen. Eine 20 Uhr Folge beendet man ja auch, ne? Nicht mit einer Niederlage, ist ja auch klar. Ich denke mal, das wisst ihr ja. Eine 20 Uhr Folge beendet man nicht mit einer Niederlage. Also, Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Ach, und dann George Bestinelli. Wen hat er am Kasten? Ein Keeper, der gegen die Finesse-Schüsse anscheinend nicht so viel machen kann. Aber der scheint auch relativ... Ist es dieser Mendy? Der scheint relativ groß zu sein. Komm, Dybalski, Faust in die Facecam, 3:2. Dybalski mit dem nächsten Türchen, 4:2. Komm, 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 Dybala, 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 5:2. Komm, 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 George Best mit dem nächsten, 6:2. Das sieht doch wunderbar aus. Das sieht doch wunderbar aus, 7:2. Und das ist der Sieg. Da lege ich mich fest. Das kann der Gegner nicht mehr schaffen, obwohl er nur 4 Gesamtbewertungen schlechter hat, ne? Obwohl, dann muss man dazu sagen, ich hatte eben gegen dieses Prime-Icon-Team 5 Gesamtbewertungen nur schlechter, ne? Ich habe jetzt 129 seit gestern. 10:2. Let's go, Flanke rein auf Dybalski, der ihn aber nicht reinmacht. Zinedine Zidane mit dem 11. Tor. Alter, 11 Tore. Sheesh. Und Dybala. Nein, ich wollte schon jubeln. Ich wollte schon jubeln zum 12. Tor. Jetzt macht Bestinelli das 12. Tor. Alter. Junge, 13 Tore. Wann habe ich denn das letzte Mal 13 Tore gemacht? Und die noch bessere Frage, wann habe ich das letzte Mal 14 Tore gemacht, Baby? Haha, 14:5 gewinne ich hier das Spiel, Leute. Faust in die Facecam und ich würde sagen, das war's für die heutige 20 Uhr Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Ich habe so viel Bock wie noch nie, Leute. Ich war noch nie so hyped auf morgen wie heute. Lul. Morgen Hertha-Karriere, morgen Dwafti-Mafti, morgen 20 Uhr Folge und wenn ich komplett gute Laune habe, gibt es vielleicht morgen noch einen Livestream. Aber das werdet ihr ja dann sehen, weil dann werde ich eine Ankündigung reinmachen. Spätestens wird die Ankündigung, wenn ich mich entschieden habe, ja, nach der Bundesliga. Wenn ich mich dann entschieden habe zu streamen, dann streame ich noch. Wenn nicht, dann gibt es den nächsten Stream erst am Sonntag oder am Montag. Genau, ich bedanke mich, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis morgen, tschüssi.